Der klassische und traditionelle und althergebrachte Umgang mit der Unternehmenskasse ist ja die Gewährung von Darlehen zurück an das Trägerunternehmen, das heißt die Liquidität zur freien Verwendung im Unternehmen belassen. Das ist der klassische Weg, das ist eine Möglichkeit der freien Kapitalanlage, die ja typisch und die wesentlich für die Unternehmenskasse. Wir haben hier auch einen anderen YouTube-Beitrag zur freien Kapitalanlage der Unternehmenskasse veröffentlicht. Die Darlehensgewährung ist möglich, der Darlehenszins, und das ist das Entscheidende, dient nur dazu, den Aufwand vorverlagern. Durch den Darlehenszins, ob der jetzt 6 oder 7 oder 8% ist, wird die Verpflichtung des Unternehmers nicht größer oder nicht kleiner. Es dient nur dazu, den Aufwand vorzulagern. Der Zins ist vollständig abzugsfähiger Aufwand. Er ist auch dann Aufwand, wenn steuerlich alle Dotierungsmöglichkeiten bereits ausgeschöpft sind. Das ist ganz wesentlich und ein wesentliches Merkmal der Unternehmenskasse.